Diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen! Keinen Moment! Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Nein, Anja! Stopp! Und herzlich willkommen zu einem neuen... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Wolfenstein, The New Order. Natürlich wieder mit mir. So, jetzt können wir wieder schießen, Nazis töten. Diese Weise sterben. Oh Mann. Ja. Aber wenn man so drüber nachdenkt, das war früher wirklich so. Wurden diese ganzen Hospitale, Nervenkliniken und so. Für andersweitige Einrichtungen benutzt. Gott, mir geht's gar nicht gut anscheinend. Kann ich jetzt wieder C? Kein Schalldämpfer dabei. Schade. Ja, und das war früher leider wirklich so. Der Flügelspieler Berlin. Mhm. Die Front im Osten laut General keine Probleme. Das Ende der Menschlichkeit. Na. Ja, der Zweite und Erste Weltkrieg ist schon was echt Ekliges gewesen. Vor allem der Zweite. Viele verwerfliche Sachen stehen. Und dann kann man es jetzt nicht mehr. Wir können jetzt nur noch Nazis abknallen. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier gibt es so viele Sachen noch zu sehen. Deswegen schaue ich mich hier ein bisschen mehr um. Da, eine Karte zum Beispiel habe ich übersehen. Wenn ich einfach blind bin. Oh, in die Eier geworfen. Jawohl. Krass. Ich dachte, das ist eigentlich nicht so groß, aber das ist ja riesig hier. Krass. So viele unnötige. Uiuiui. Komm her. Zack. Schön die Nazis killen. Will ich überhaupt noch Nazis im Video sagen oder ist das hier immer noch kritisch? Egal. Nazis sind Nazis für mich. Das sind ja Nazis, also von daher. Eigentlich noch einer. Hallo? Oh. Komm ich hier rein? Ich würde hier reinkommen, aber nicht mehr raus. Da war noch einer drin, ne? Hier. So groß hier, Mann. Jemand in den Duschen? Ah, warte mal. 1, 2, 3, so. Ein bisschen tricky, aber eigentlich ganz einfach. Es gibt schwerere Sachen. Was haben die denn hier gemacht? Aber es ist halt die Frage so, warum? Einfach nur, damit die mehr Stützpunkte haben oder so? Weiß nicht. War ja schon ein bisschen random. Ich habe mir eigentlich immer Versuchsobjekte geholt, aber jetzt andere umzubringen ist ein bisschen... Oh. Oho. Geht noch nach oben, oder? Nichts außer Dokumente. Dokumente sind gut. Nehme ich auch mit. War doch gerade was, oder?
Da war doch gerade was, oder? Anja, wir kommen dich retten. Ein Retter in Not, der auf einmal wieder laufen kann. Aber meine Beine sind weich wie Wackelpudding. Ganz wichtig. Beine weich wie Wackelpudding. Ich lauf hier mal vorbei, ne? Moin. Weil du bist in Stealth-Modus unterwegs. Und wenn wir es verkacken, können wir immer noch Nazis abknallen. So, meucheln wir die. Oh. Dr. Gustav Olivia Oliver, keine Ahnung, wurde von General Strauss für seinen Dienst an der Erforschung Geisteskrankheiten ausgezeichnet. Der General betonte in seiner Rede die Wichtigkeit von der Dr. Oliver und seinen Kollegen geleistete Arbeit. Ohne Menschen wie Dr. Oliver wäre die Gesellschaft am Ende, wenn die Anstalt leiten. Oh, wollte ich nicht. Ich wollte erst zurück. Ja. Nicht mal Tasten kann ich benutzen. Oh. Kann man sich nicht. Hier geht es nach oben. Nein, 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 hier ist nichts. Gehen wir mal nach oben. Ach, hier hat man eine Abkürzung gehabt. Interessant. Ja, wollen wir uns hier durchballern? Ein bisschen tricky. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Bleibt uns nichts anderes übrig, oder? Dann ballern wir uns durch. Das ist der Ausgang. Motor floss. Von wo aus öffnet man das? Von wo aus öffnet man das? Das Bad? Hätten wir uns dort durchschießen können? Ja. Oh, Scheiße! Ja. Oh, ich will die Doppelläufige ausprobieren. Gibt's dem. Oh, das ist eine dicke Wumme. Da werde ich viel Spaß mit haben. Irgendwelche Geheimgänge oder so. Würde mich wundern, aber. Was soll's. Es ist ja Wolfenstein. Da. Was ist mit dir denn? Bist du ein Ninja geworden? Die Ninja Turtles greifen an. Boah, die haut rein. Die fetzt. Oh. Oh, hier sind viel zu viele, Mann. Boah, der ging schön durch. Ich hab dich auch gesehen, aber ich muss nachladen. Einen Moment. Du gib mir die Sekunde, okay? So, jetzt geht's. Hey! Dann brech ich dich ab. Ich glaube, ich muss mal die Schwierigkeit ein bisschen höher stellen. Ich hab die auf normal. Oh. Ich hoffe, das hat dir nicht wehgetan. Hallo. Hallo. Also, schöne Uniform, ja. Ganz solide Uniform. Genau, wir müssen uns wieder hoch. Hier war dann irgendeine Tür, ne, die dann aufgegangen ist oder so. Oder? Hier lang, ne? Oh, ein Buch für ein Sturmgewehr. Da. Oh, Granaten. Tesla-Granaten. Jawohl, Elon Musk war stolz auf mich. Komm. Will mehr davon. Ey. In der Schrubbeln auf Entfernung. Jawohl. Was bist denn du jetzt?
Muss ich Liegeteile auch noch kaputt machen? Bitte, schon es. Alter. Wäre richtig stark. Richtig? Wo kommt ihr denn? Stopp. Kein Gold. Boah, abgeworfen. Die explodieren doppelt. Ein Leben. Ein Leben habe ich noch. Ich muss hier aber noch. Guck mal da. Oh. Einfach so random da ist. Habe ich ein bisschen was. Jawohl. So. Nee, ich will noch nicht helfen. Nein, du wirst sie nicht retten. In diesem verdammten Ort abhauen. Hier noch irgendwas? Dann, Anja, jetzt helfe ich dir. Jetzt. Jetzt. William J. Blaskovich, Ranger, Army, USA, tut mir leid, mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken, wenn ich sie rauslese. Wir haben 1960. 1960? Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Es ist 1960. Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Bombe! Ach, Atombombe.
Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator im Dienst von General Strasse persönlich. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Ich will Ihnen, der Schwester und ihrer Familie, gegenüber milde walten lassen, wenn Sie mich gehen lassen. Sie haben auf jeden Fall. Das ist Wolfenstein. Spritschutz benötigt. Wo finde ich das? Hast du meinen Spritschutz gesehen? Ach, du hast selbst jetzt auf, ne? Hahaha. vielleicht hier drin. Ich bin bekannt dafür, mit Leuten wie Ihnen angemessen umzugehen. Ist Ihnen überhaupt klar, wer ich bin? Sie sollten lieber aufhören und mich sofort freilassen! Besserung gefunden. Oh. Okay. Keller. Ja. Interessant. Ja, anscheinend foltern wir ihn. Damit wir rausfinden, wo der Widerstand ist, damit wir uns dem Widerstand anschließen können. Und dann. Ja, dass wir Widerstand bilden und Deutschland stürzen. Ich verrate Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten, denn falls nicht, mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert? Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es gibt keinen Widerstand! Zur Hölle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand! Was sollen Sie wissen? Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis. Aber Sie werden es niemals schaffen. Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach Ihnen. Nach Ihnen und der Schwester. Bald werden Sie hier sein. Und dann winseln Sie um Gnade. Hier, fertig, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Bursche, Herr Blaskowitsch. Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel, nicht übel. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Schon verstanden. Gut. Gut. Los, fahren wir nach Berlin. Wir bitten dich, sei gnädig, Herr. Denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße, lautlosen Atem. Und schütze uns vor dem Sturm. Und sicheres Geleit.
Inmitten von hungrigen Wölfen. Alarm! Nehmen Sie meine Hand! Aber wir nehmen diesen Kontrollposten ein in der nächsten Folge von Wolfenstein, The New Order. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, damit ich sehe, dass es euch gefällt. Und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Leute.